Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 7.01.2021? Und unser DAX, der hat hier einen großen Macker raushängen lassen. Ja, hat sich mal von einer kräftigen, siegessicheren und ja, fällt mir gar kein drittes Wort ein. Positiven Seite gezeigt? Ja, er hat sich von der positiven Seite gezeigt. Also, wir haben ja gestern ein bisschen so ein paar Sachen durchgesprochen. Eher eigentlich, dass er sogar nach unten raus muss. Idealerweise halt mit Abwärtsgap. Und dass er dann nochmal hier so an 6,20, 6,10, 600 zu knappern hätte. Und wenn er die aber dann nach unten macht, dass er dann auch bis 5,30, 4,60 abgegeben werden kann. Also, das Abwärtsgap kam nicht, davon kam Aufwärtsgap. Na, hat man schon gesagt, Vorsicht oben halt so ein bisschen. Na, Überraschungsmomentum haben wir gesagt, muss man oben ein bisschen aufpassen. Dann hat er sich von dort nochmal runter auf die 6,20 gestoßen. Ich glaube, da dürfte der eine oder andere nicht schlecht geguckt haben, als er da einfach runtergestürzt ist wie so ein Irrer, wie so ein Gestört. Und dann doch wieder hochgezogen hat. Ja, und von dann ging es relativ stabil eigentlich weiter hoch, Stück für Stück immer weiter. Insbesondere zur amerikanischen Eröffnung war das sehr, sehr, sehr markant. Die haben direkt von der ersten Minute an nur nach oben durchgeschoben. Das war eigentlich klar erkennbar und zum Schluss ist er dann auch etwas sichtlicher abgedreht. So, hat sich dann ja am Ende so an der 8,60, das ist ja so eine kleine Zwischenmarke gewesen, ganz gut stabilisieren können, sein Abgleiten. Ich würde ihm runterzu jetzt aber zum Donnerstag schon noch ein bisschen Lauf lassen. Also, der ist jetzt erstmal hier abgearbeitet, der war ja dran gewesen, auch wenn er natürlich gewiss da auch Potenziale bis 69 und mehr gehabt hätte. Das rücken wir jetzt einfach mal hier alles ein bisschen rüber, dass man das, machen das mal hier, dass man das auch erkennt. Oder machen wir es gleich weg? Nee, wir lassen das mal stehen. Jetzt soll man ruhig sehen, dass das hier nicht geklappt hat. Das ist nämlich wichtig, dass das nicht geklappt hat. Da geht es nicht darum, dass ich da nicht recht gehabt habe. Da geht es einfach darum, dass der DAX dort nicht das alte Allzeithoch überwunden bekommen hat. Und das ist weiterhin so ein bisschen, nämlich noch Thema bei ihm halt, ne? Die 12.800, so richtig ist er da nicht Kumpel mit, dass er sich da drüber schiebt halt, ne? So, jetzt haben wir aber hier, wir sehen, was ganz Markantes im DAX, zack, zack, zack. Drei relativ flach übereinander liegende Hochs, die immer wieder runterverkauft werden. Da muss ich sagen, hey, Vorsicht halt, ne? Das ist für einen DAX sehr markant. Das kennen wir ganz oft aus alten Szenarien, ne? Nicht schön, dass wir hier ein tiefer, zwei tiefere Tiefs sogar stehen haben. Das passt nämlich nicht so ganz da drauf. So, wenn der DAX sowas mit steigenden Tiefs macht, ist das immer richtig geil, weil er dann ordentlich nach unten wegzwirbelt. Wenn ich mir das so anschaue, sieht das eher aus wie so eine W-Formation. So eine W-Formation ist eher eigentlich eine klare Ansage nach oben raus. Weil der Markt halt einfach probiert, immer wieder unten rauszubrechen, immer wieder die Käuferdominanz in die Fresse reingedrückt kriegt und immer wieder nach oben zurückzieht. Und der eigentlich ein positives Zeichen. Deswegen würde ich den Long Trigger hier oben ernst nehmen. 14.000 kann passieren, dass die, wie als wäre sie nicht da, einfach durchlaufen wird halt. Ne? Also, es sind so unheimlich viele Short gewesen, den Tag über hier. Also, das Sentiment, das hat ja gar nicht Luft holen können. Die waren bei minus 50, minus 40, die ganze Zeit nur dagegen gestanden. Und die sind noch nicht raus aus ihren Positionen. Das heißt, wenn der natürlich jetzt hier einen Aufwärtsgap bringt und wenn er sich hier kräftig über dieses Hoch stellt, dann ist eigentlich das Thema, was ich gerade angesprochen habe, mit hoch, hoch, hoch erledigt. Weil dann kommt hier eine gerade Bewegung durch, grüne Kerzen nach oben durch und dann hat er nichts anderes gemacht, wie einen Doppeltop zerstoßen, ohne dass das hier irgendwie Trippeltop und so weiter, bla, bla, bla wird. Oder auch eine aufeinanderfolgende Abverkauf von neuen Hochs. Das heißt, alles, was hier über 39, über 69 geht, passt da auf halt, ne? Der kann einen Antrieb finden. Und wenn er Bock hat, dann rennt er halt bis 14.200 los. Da, wo die Leute sich das nicht vorstellen, läuft es für den Markt immer am leichtesten halt, ne? Da, wo die Leute nicht so vorbereitet sind oder wo es ihnen schwerfällt, sowas zu begreifen, zu verstehen, in den Kopf einfach reinzulassen. Und momentan scheinen eher mehr die Leute Probleme damit zu haben, den DAX über 14.000 gedanklich zu sehen halt. Ne? Sie es nicht vorstellen können. Haben noch alle zu viele Gründe im Kopf, warum er fallen muss. Und zumindest hat man jetzt was hat man jetzt am Mittwoch, den Eindruck deutlich bekommen halt. Ne? Also, ja, das auf der Seite. Ich würde ihn aber unten jetzt nicht abschreiben. Also, was ich bloß sagen will, über den Hochs hier, über diesen Hochs, ist er für mich lang.
Genauso wie wir gestern auch gesagt haben, wenn er hier oben raus, aber da hat er das Überraschungsmomentum oben, dann kann er halt oben rauslaufen halt, ne? Dann lassen laufen und im Zweifel rennt er wieder bis an die ganzen Stationen hoch, hat er getan, seht ihr ja so. Und das kann jetzt hier auch weitergehen, das kann auch die ganzen nächsten Tage so gehen halt, das kann auch den ganzen Januar noch so gehen, lassen halt machen. Das muss uns egal sein, wo er langläuft. Wichtig ist, dass wir an bestimmten Strecken einfach unsere Punkte verdienen. So, Punkt. Okay. Botschaft verstanden. Wir haben die markanten Hochs, werden die nach oben umgeklappt, öffnet sich Platz bis 13.69, aber viel mehr, auch 14.000, 14.100, alles was darüber kommt. Bei der 14.100 könnte ich mir vorstellen, dass die gut reagiert. Schöne Marke, sollte man mal mit auf dem Radar behalten halt. Dann kommt dann eine rote Kerze rein, kann er schön zurücklaufen. Punkt. Ja, ist so. Sollte der aber gar nicht hier drüber kommen, über das Hoch. Dann betrachtet den mal bitte zum Donnerstag eher auf der Short-Seite. Und wenn er bis hier unten wieder durchrennt halt, ne? Lasst ihn machen. Lasst ihn machen. Der ist noch in seiner Jahreswocheneröffnungsrunde drinne. Der steckt immer noch in der ersten Woche des Handelsjahres und braucht einfach noch auch so ein bisschen für sich selber. So, ja, das will ich, das könnte, das vielleicht. Der braucht auch noch die Marktteilnehmer. Die brauchen auch einmal selber noch so ein bisschen. Was mache ich jetzt? Da gibt es viele, die sich noch zurückhalten. Es gibt auch viele, die verkaufen, die deutlich verkaufen. Es gibt auch viele, die richtig stark kaufen. Wir haben. Also es ist eigentlich sehr ausgewogen. Es ist keine klare Dominanz auf der einen oder anderen Seite. Die Tatsache, dass wir jetzt gerade sehr hoch stehen, könnte man jetzt super bullig interpretieren und sagen, ja, der steigt jetzt voll gerade oben durch. Aber das glaube ich nicht. Weil wir standen ja auch am Montag komplett nach unten durch und sind nicht gerade unten durchgefallen, sondern wieder zurück. Also die ist schon noch, die geben sich schon noch ordentlich was in die Klinke. Das heißt, für mich geht der DAX unter 8,50 hier raus zum Donnerstag, also auch früh. Ich gebe einen Platz bis 800. Guck mir die 800 an. Die 800 ist eine schöne Unterstützung, um sich wieder nach oben zu drehen. Geht die nach unten auf? 37. Sofort dann die nächste. So, und wenn er an 37 steht und er klappt dann da noch drunter, ja, dann steht auch, dann, warum dann nicht auch nochmal diesen Spaß zur 620 zu machen? Das hat ihm so viel Spaß gemacht. Da hat er im Schnitt jetzt immer so 3, 5 Minuten Kerze für gebraucht und dann hat er das geschafft. Von 700 bis 620. Also, ich würde. Die Spanne hier, komplette Handelsspanne der bisherigen Woche, würde ich für den Donnerstag vollkommen als Bewegungspotenzial auch freigeben. Auch wenn es vielleicht ein bisschen den einen oder anderen verwundert, dass wir den jetzt so nach unten anzählen. Aber das würde mich nicht verwundern. Es würde mich einfach nicht verwundern. Genauso wenig, wie es mich verwundern würde, wenn wir 8 Uhr eine komplett fette grüne Kerze kriegen und über 39 stehen. Das wäre für mich ein Long-Signal. Das wäre für mich ein Kaufsignal. Hoch. Rein hier, über 14.000, an die 14.000 ran und drüber. Ja, also, das sind so die zwei Sachen, die ich sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da großartig viel anderes machen kann. Die 800 ist wichtiger Player, mit der muss er spielen. Die 37 ist wichtiger Player. Damit haben wir eigentlich einen sehr klaren Chart, an dem es nicht viel noch zu feilen gibt halt. Ne? Also. Entweder wir arbeiten hier runter, dann haben wir die 800 oder die 37, beides schöne Marken, an denen er hochdrehen kann. Er drückt uns direkt zum Start hier oben drüber. Das muss aber auch zeitig kommen, halt, ne? Das muss zügig kommen. Und wenn das zügig kommt, dann gibt dem oben Raum. Lasst ihn raus. Lasst laufen halt, ne? Lasst machen. Das bringt ja nichts, wenn ihr den woanders haben wollt. Guckt, dass ihr mitkommt, wie der sich bewegt halt, ne? Mit dem Geldhandel, nicht dagegen. So, gucken wir noch an Tageschart. Tageschart soweit. Deutliches Auftreten zu sehen halt, ne? Die Stochastik unheimlich tief würde sogar, also wenn ich das hier sehe, Stochastik, dann sollte man sogar nicht mal, dann kann man auch sowas hier mal in den Mund nehmen halt, ne? Diese alte Keilkante von unten einmal nochmal dran. Wo liegt denn die jetzt? Wartet mal, da muss ich mich kurz nach vorne lehnen hier, ohne dass ich hier irgendwelche Rückenschmerzen kriege. Noch nicht mehr der Jüngste. 14.260 liegt die jetzt halt, ne? Darüber haben wir noch interessante View-Level bei 14.444. Aber so eine 260 nimmt man vielleicht nicht, die 260 nimmt man die 270. Das funktioniert auf allen Tausendern. 13.270, 12.270, 11.200, überall. Immer wieder die gleiche. Immer wieder das gleiche. Deswegen gucken wir mal nicht auf die 260, wir gucken mal auf die 270. Und ja. Das muss er erstmal, also Tageschart muss er jetzt erstmal wieder nach unten drehen. Der spricht eher nach oben. Wir sehen aber auch an die zwei Hochs hier direkt dran gestoßen. Da hat er sich schon einmal dran vergangen, hat er nicht hingekriegt. Jetzt wieder vorher dran getippt. Jetzt Tagesschluss dran gesetzt. Also ist schon nicht so ganz.
Also, aber es ist trotzdem positiv. Nee, ich will das nicht zerreden. Der Tageschart, der sieht schon gut aus. Da wird eine weitere grüne Tageskerze nicht verwundern. So, aber auf der unteren Zeiteinheit, ich würde es direkt vom Startup machen. Direkt von den ersten 5 Minuten an würde ich den Tag abhängig machen und dem nach oben oder unten Raum geben. Entweder der spielt mir unter der 8,50 rum, da will ich den spätestens 8,15 sehen. Oder maximal vielleicht noch nach einem Xetra-Eröffnung, dass er sich dann schnell wieder drunter drückt. Dann sehe ich ihn runter. Alles, was über 39 stattfindet, ist für mich immer so stückchenweise. Nicht am, man muss ja nicht alles mit einmal nehmen, aber so stückchenweise die immer wieder die Stöße nach oben dann einfach mitnehmen, warten, bis wieder ein Rücksetzer kommt, warten, bis der abflacht, dann kann man sich nochmal nach oben positionieren. Das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Aber ansonsten so für die, ich sag mal, für den weiten Blick würde ich trotzdem einfach die Woche noch abwarten wollen. Das haben wir am Anfang der Woche schon gesagt. Wir lassen diese Eröffnungswoche einfach erstmal laufen, gucken uns das erstmal an, wie das im letzten Jahr gelaufen ist. Kennen wir. Das war das der erste Handelstag. Dann ging es ein bisschen nach unten. Dann ging es hier wieder hoch am Mittwoch, Donnerstag. Dann ewig zur Seite. Ähnliches haben wir jetzt auch gesehen halt. Also, wenn wir jetzt mal den Schlenker hier, das ist die Jahreseröffnung von 2020 gewesen, und das mal jetzt mit unserem Schlenker hier vergleichen. Es kommt dem schon ein bisschen nah. Gar nicht, ist eigentlich krass, dass das hier noch volatiler war, ja. Das kommt mir jetzt schon recht volatil vor, was sie hier macht. Aber da war schon gut Bewegung drin gewesen. Also die haben eine Spanne von 900 Punkten gehabt. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber war so. Der Chart lügt nicht. Das war die Eröffnungswoche von 2020, ja. Ähnliches Bild eigentlich fast. Wir gucken mal. Ne, wäre natürlich jetzt widerlich, wenn er jetzt wirklich so ein Hoch macht und einfach zur Seite stehen bleibt. Hier im Mikrobewegungstage, guck dich mal die Tage an. Was war denn das gewesen? Ey, meine Fresse. Tageshoch 4,61. Tageshoch 4,61, Tagestief 3,87. Ja, das sind 80 Punkte Tagesrange. Das sieht momentan noch nicht so aus. Das sieht momentan noch nicht so aus. Jo, okay, dann mehr kann man gar nicht sagen. Also ich denke, die wichtigen Marken, die können wir uns, holen wir uns lieber aus dem 2-Stunden-Chart, der ist klarer. Aus dem Tageschart nehmen wir uns einfach die 2,70, die 13,270 noch ein bisschen mit. Das wäre dann quasi hier, wäre so etwa die gleiche Tagesspanne, wie wir jetzt hatten, nochmal hoch. Wäre dann 14.270 das Ziel. Kann sich dann jeder mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, vor Augen halten. Gut, Freunde. Ja, ich passe hier jetzt noch ein bisschen die Pfeile an. Ihr könnt ja noch kurz gucken, ich pausiere, dann geht's schneller. Ich würde es einfach so machen. Punkt, fertig, aus. Brauchen wir nicht lange quatschen, das ist genau das, was ich erzählt habe. Hier auf der 800 eine kleine Unterstützung, 37, darunter auch noch 67 vielleicht. Das sind alles Unterstützungen. Jetzt nach oben kann gut hochdrehen. Hier drüber ist für mich long. Und unter 37 hatte für mich das Potenzial, ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, aber nochmal auf 6,20, 5,70, 5,30 und 4,60 abzustürzen. Den anderen Pfeil habe ich ja mal ein bisschen eingekürzt, dass der rüberkommt. Hat ja nicht geklappt, unser Szenario. Ich glaube, das erkennt man so auch ganz gut. Soll jetzt nicht hier zurechtgemogelt sein oder sowas. Ich wollte mir bloß den Platz hier rechts schaffen. Okay, Freunde, ich mache aus. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.